noch was schießen. Hinter Baum! Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Senseless Survivor wieder hier. Gemeinsam mit Kumpel Beudel geht's heute auf Woods. Wir müssen Iskra Lunchboxes suchen. Beudel braucht welche, ich brauche glaube bloß noch eine. Ja, dann verschlägt's mich nochmal im Solospiel auf Customs und ja, das war's eigentlich. So, drei Raids in einem Video. Viel Spaß euch. Lasst mir gern Abo und Like da, würde ich mich riesig freuen, wie immer. Bis dahin wünsche ich was. Tschüssi. Rennen wir rüber ins Lager. Oh. Oh. Im Lager ist auch schon was aktiv. Wollen wir mitmischen? Klar. Da unten, der ist gerade runtergehuppt. Also der da zwei Typen. Ja, du hast ihn getroffen. Warte, ich renne schon mal rüber. Ja. Er rennt. Das sind aber zwei Typen. Er rennt rechts rüber. Rechts rüber, okay. Hinter die Felsen sozusagen. Hat mich. Da war noch ein unserer Sniper, die sind zu zweit. Eine Mosin und ein Typ mit AK oder so. Okay. Der lootet mich gerade, Matze, der eine. Ich bin in seinem Stream. Ach so. Ja. Der mit der Mosin lootet mich. Ich weiß nicht, wo du liegst, Beute. Na, genau dort, wo du hingeschossen hast. Da liege ich. Was macht er jetzt? Er lootet mich immer noch. Obwohl, nee, das bin nicht ich. Nee, das bin nicht ich. Ah, der hat eine Lunchbox. Du musst den umbringen. Der hat eine Iskra. Warte mal. Der ist aber im Lager. Ich höre ihn. Der kommt jetzt um den Felsen rum. Genau, jetzt lootet er mich. Jetzt. Ich weiß nicht, wo du liegst, Beute. Ich lieg auf den offenen Platz, dort wo du... Ja, bist du los? Hab ich ihn? Ja. Er lebt noch. Er fällt wieder auf Automatik, die sind zu zweit, er ist tot. Nein! Oh Mann! Scheiße. Hat er dich? Der andere, ja. Ich war total auseinandergenommen. Der hat ganz schön gemeckert, weil du ihm You fucking cunt, hat er gesagt. Born to survive, you fucking cunt. Oh, da kann sein dummes Maul halten. Oh, der schade, der hat nämlich einen Eastkrag. Scheiße. Das wär's gewesen. Ach, was für ein ungünstiger Spawn, Leute. Hier wollte ich eigentlich ja nun gar nicht spawnen. Naja, dann machen wir mal das Beste daraus. So, Vorsicht. Vorne könnte einer gespawnt sein. Oh, Steps. Ich weiß nicht von wo. Ja,
Er ist gerade am Looten. Da hinten in dieser kleinen Garage links von mir konnte er aber nicht sein. Da gibt es, glaube ich, nichts zum Looten. Oh, jetzt. Da habe ich... Oh, hier ist ja ein Fass in die Scheibe reingefallen. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Da habe ich gleich die Gunst der Stunde genutzt, als die anderen Kumpane da hinten geschossen hatten, mich mal etwas schneller zu bewegen, ohne dass er es mitkriegt. Ja, gut. Habe ich da wieder Steps gehört? Ah, ist nur ein Skeff. Komm, den knall ich ab. Komm her, komm. Zack. Yep. Was für ein heldenhafter Schrei, Alter. Ah, passt nicht rein, verdammt. Scheiße. Komm schnell durchsuchen. Die Weste, was hat er? Was ist das? Komm, packe ich erstmal rüber. Die Weste nehme ich natürlich mit. Sortiere erstmal schön um. So, den Kopfhörer rein, den Griff rein. So, jetzt. Au, au, schnell. Oh, au, scheiße. Mist, ich habe mich verdrückt. Oh. Junge, 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 erstmal zusammenflicken hier. Kam tatsächlich noch einer da hinten, so ein Scheißdreck. So, Gesundheit ist wieder voll. Painkiller nehmen wir nochmal. Ich frage mich, ob ich jetzt hier links rum und ihn von hinten angreifen sollte oder ob er hier vorne schon. Ich warte lieber hier vorne auf ihn. Vielleicht ist er auch wieder abgehauen. Ich höre jedenfalls keine Steps. Schüsse von Richtung Dorms, würde ich sagen. Aber Schritte höre ich irgendwie keine. Steckt der Kerl. Ey, Granaten! Alter, weg hier! Komm, die Granaten her! Alter, später. Okay. Unser Klosterspurm. War Squee heute Morgen der festen Überzeugung, dass hier Minen sind, dort wo wir jetzt hinlatschen. Achso, nee. Und ich habe dem geschrieben, nee, das sind keine. Oh, doch, safe sind ja Minen. Mhm. Hätte geschrieben, Squee, Junge, Alter, du bist komplett lost. Da war noch nie eine Mine. Boah, der ist schon wieder am Schnaufen, ey. Wir sind doch mal hier hochgerannt. Ja, meiner auch. Doch nicht. Oh, abgrünender Abschluss wäre jetzt hier euch in so ein Relais. Bei mir schleicht was. Oh oh. Echt? Mhm. Ja, Steps. Soll ich rüberkommen? Kannst du machen, aber leise, mach langsam.
Vielleicht ist es ja bloß ein Skeff. Aber er erzählt halt nichts. Ah, ich sehe ihn. Er kommt jetzt zu mir. Ist das ein Skeff? Glaube ich nicht, nee. Er läuft weiter. Scheiße, ich sehe ihn nicht mehr. Doch, das Skeff. Jetzt erzählt er was. Okay. Aber hä, was haben denn die jetzt für neue Routen? Komm mal rüber. Ja. Rennst du da unten an dem Container rum? Ja, ja, ja. Und da ist er auch irgendwo hingerannt. Ich sehe ihn immer? Nicht mehr. Hier ist einer unten. Bist du da? Ja, ist bin so. Ich. Ah, okay, Alter. Ich sage, bist du am Container rumgerannt? Ja. Auf einmal hängt er dort. Habe ich da eine verbrezelt? Oh ja, übel. Scheiße. Ja, alles zerschossen. Aber pass auf, der Skeff ist ja noch irgendwo. Okay. Ich bin heile, heile. Okay, ich komme runter. Also der ist irgendwo Richtung versunkenes Dorf gerannt. Okay. Das war eine Mine. Auf was schießt die? Hinter Baum! Das war er, hä? Ne, es war ein Spieler, Alter. Ist er tot? Ach, dann war das doch kein Skeff, Alter. Dann hat er sich hier unten versteckt. Oi! Oi, da ist das Skeff. Kümmere dich. Ich kann nicht. Ich bin angeschlagen. Hier sind alle Knochen weg. Warte. Der ist noch nicht tot. Okay. Aber er hustet. Okay, pass auf, dass er dich nicht umlegt. Alter, der hat nur eine Pistole. Und macht dir so einen auf dicke Hose. Muss mal kurz klippen. Ja. Ey, da war das doch ein Spieler, hab ich doch richtig gesehen. Ich war mir nicht sicher, weil der so komisch gelaufen ist. Ich dachte, ey, wie lauf. Oh, da ist noch einer. Noch ein Spieler? Ich denke ja, der ist drüben am Turm, aber eher weiter links gerannt jetzt. Okay. Ich muss ja schnell mal den sein Magazin machen und ich muss mal meine Beine flicken. Aber auch ein Skeff gewesen sind, ich weiß es nicht. Bin schon mal komplett überladen. Oh. War das Skeff oder Schüsse? Hast du Schüsse gehört oder Steps? Nee, ich hab eher Stimme gehört, aber es kann auch sein, dass vom Fernseher drüben kam. Hm. Geh mal kurz hier in die Hütte. Ah doch, jetzt höre ich was. Rennst du? Nee, jetzt komme ich, jetzt renne ich. Nee, da hängt ein Skeff. Ja. Ich bin in der Hütte noch. Wo ist der? Wo war der? An der anderen Hütte, quasi, dort vorne. Lass dich nicht erschießen, Matze. Oh. Hat er dich? Nee. Warte, ich komme mit raus. Ah, da. Ich sehe ihn nicht. Jetzt minus. Okay. Jetzt habe ich aber, glaube ich, mein Magazin gerade eingebüßt. Ja. Ah, hier ist der Hund. Ey, wie
Wieso habe ich ihn nicht gesehen, Junge? Ich verstehe das nicht. Die sehen mich, ich sehe die nicht. Ja, die verstecken sich echt gut, die Schweine. Ich finde das eigentlich ganz cool so mit der Selbstversorgerei. Ja. Also wenn sie da am nächsten Vibe das Auktions- Flohmarkt ab Stufe 30 machen, habe ich auch nichts dagegen. Es ist irgendwie fairer, habe ich festgestellt mit Klaus. Weil du kannst auch mit einer niedrigeren Rüstung noch gut spielen und so. Es gibt jetzt noch kaum jemanden, der mit einer M4 rumrennt oder so. Ja, ja. Und mit guter Munition. Die Munition, die geschossen wird, da kannst du noch ein bisschen gegenhalten. Ja, ich kann ja schon mal bezahlen und gucken. Ja. Da steht ein Scaff mitten auf der Straße. Ich hab schon bezahlt, meinst du, ne? Ah, okay.